Willkommen an diesem wunderschönen Mittwoch. Wir schauen uns heute wieder ein Video an, nämlich Schwerpunkt Wirecard-Skandal, Geld weg wegen Wirecard. Es ist vom ARD-Mittagsmagazin. Ich bin gespannt, wir lassen direkt mal ein Like da. Los geht's. Investierte er in Wirecard-Aktien. Ein kleines Vermögen, wie er sagt. Wolfgang Baedeker ist Rentner. Vor einem Jahr investierte er in Wirecard-Aktien. Ein kleines Vermögen, wie er sagt. Er dachte, bei einem geprüften DAX-Unternehmen könne er nichts falsch machen. Die Mittel, die mir zur Verfügung standen, die wollte ich ja nicht investieren, um in kürzester Zeit ein Riesenvermögen zu machen. Ich wollte investieren in Werte, die langjährig im Kurs steigen und eine vernünftige Rendite abwerfen. Das war meine Motivation. Ist ja erstmal gut. Die Frage ist, inwieweit hat er diversifiziert? Also für mich klingt das gerade so, als hätte Wirecard in seinem Depot jetzt nicht einen Anteil von irgendwie 5% oder meinetwegen auch 10% ausgemacht, sondern deutlich höher. Das ist begrenzt, auch das Leben ist begrenzt und dann hätte man damit meinem Sohn ein kleines Häuschen bauen können. Okay, ein kleines Häuschen. Dann reden wir da wahrscheinlich nicht über 5.000 Euro gerade. Doch am 18. Juni stürzte die Wirecard-Aktie plötzlich ins Bodenlose. Wolfgang Baedeker schaut jeden Tag im Internet nach den aktuellen Kursen, so auch an diesem schwarzen Tag. Ein Schock. Ich sag, das kann doch nicht sein, um Gottes Willen. Ja? So. Ja, und dann hat man natürlich aufgrund der ganzen Berichterstattung und so weiter, hat man natürlich festgestellt, ja. Ich bin gespannt, wie viel Geld er drin investiert hat. Ich hoffe, die sagen es noch. Und was noch viel wichtiger ist, inwieweit, also in Prozent gerechnet, wie groß war der Anteil von seinem Depot? Ich hoffe nicht komplett alles. Naja, 1 Euro kriegt man ja noch. Betrüger sind am Werk. Ja. Du hast nur Chancen, dass du dein Investment wieder zurückbekommst. Ja. Die Aktie steht nur bei 1,81 heute. So einen guten Kurs kriegt man heute leider nicht mehr. Und also meine Meinung zu der Aktie ist, 1,81 Euro oder 1,30 Euro oder sowas jetzt wert, das ist ein Geschenk. Die Aktie ist meiner Meinung nach absolut null wert. Nichts, null, nada niente. Also wenn man auch irgendwas über null rauskriegt, verkaufen. Ich hoffe, der gute Herr hat das auch gemacht. Die ersten Aktien habe ich gekauft im Mai 2019 für 140 Euro. Das ist schon ein Hammer, dass einem sowas passiert. Ein krasser Wertverlust. Das Geld ist erstmal weg. Doch Wolfgang Baedeker setzt nun all seine Hoffnungen auf einen befreundeten Anwalt, der viele Wirecard-Geschädigte vertritt. Trotz Knie-OP ist er gekommen. Ja, auch der Anwalt, woher soll der das Geld holen? Also die Anleihen, ich kann mal ganz kurz nachgucken, wo die Anleihen gerade notieren. Die Anleihen notieren jetzt gerade, ich glaube, irgendwie bei 10% oder so. Ich gucke aber nochmal nach. So, Wirecard. Die Anleihen notieren gerade noch bei 13. Das heißt, die Anleihenanleger rechnen damit, dass sie nicht mehr als 13% ihrer Investition wiederbekommen werden. Und danach, nachdem das ausgezahlt wird, kommen erst die Aktionäre. Wo soll denn dann noch irgendwas für die Aktionäre übrig bleiben? Also, ich hoffe, er hat eine Rechtsschutzversicherung oder irgend sowas und muss den Anwalt nicht bezahlen, weil das Geld wird auch weg sein. Nächste Fehlinvestition. Um seinen Freund und Klienten zu beraten. Da Wirecard selbst nicht greifbar ist, will der Anwalt die offenbar nachlässigen Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young auf Entschädigung verklagen. Bist du denn da zuversichtlich, dass sowas funktioniert? Ja, also definitiv. Ernst & Young fallen ja ganz schwere Verstöße gegen die Wirtschaftsprüferregeln zur Last. Also insbesondere, dass man sich keine Saldenbestätigungen hat geben lassen. Also von daher Ernst & Young feuerfrei. Okay, er will also an die Leute ran. Ich sehe es nicht. Ich bin kein Jurist, aber ich sehe es nicht.
glaube ich nicht, dass die da was zahlen müssen, aber Versuch ist es vielleicht wert. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, wisst ihr was, das ist jetzt weg und dann ist die Sache erledigt. Ja? Aber für mich selber, dass ich da wirklich so eine Menge Geld verloren habe, ist es auch wichtig, mal zu sehen, dass auch solche Leute, die leichtfertig Testate da ausstellen, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Wolfgang Baetiger setzt nun auf Gerechtigkeit. Aber bis dahin wird es ein langer Weg. Es ist ja bislang noch nicht mal vollständig aufgeklärt, was da genau und von wem bei Wirecard manipuliert wurde. Dass da vermutlich ein Betrug in Milliardenhöhe überhaupt möglich war, liegt sicher auch daran, dass das Unternehmen in sehr kurzer Zeit extrem gewachsen ist. Wirecard wird als Start-up gegründet und ist zunächst auf Zahlungen auf Porno- und Glücksspiel-Internetseiten fokussiert. Im Jahr 2002 wird das Unternehmen umstrukturiert. Wirecard ist nun ein Zahlungsdienstleister, steht zwischen Bank des Kunden und der Bank des Händlers. Das heißt, wenn der Kunde was im Internet bestellt, sorgt Wirecard dafür, dass der Händler sein Geld bekommt. Gleichzeitig übernimmt Wirecard auch das Risiko, falls die Ware nicht geliefert wird. Die Strategie scheint aufzugehen. Das Unternehmen wird größer. Juni 2008. Wirecard wird erstmals von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger beschuldigt, Bilanzen zu frisieren. Die Wirtschaftsprüfer von EY entlasten das Unternehmen. April 2015. Die Financial Times wirft in einem Artikel dem Unternehmen Bilanzmanipulation vor. Nichts passiert. Wirecard hat nun zahlreiche Tochterfirmen eröffnet, vor allem in Asien. Im September 2018 schafft die Firma es in den DAX, verdrängt dort die Commerzbank. Die Anleger lieben die scheinbar erfolgreiche Firma. Februar 2019. Die Financial Times berichtet erneut, dass die Konzernführung versucht, die Bilanzen aufzublähen. Polizei und Da hat ja noch wirklich jeder gedacht, ich auch, das ist jetzt so ein kleiner Bericht, da ging es auch immer um kleine Summen. Also da ging es ja nie um die Ausmaße, die es jetzt wirklich hatte, da ging es irgendwie immer um ein paar hunderttausend oder so. Da hätte ich jetzt auch, also bei den Financial Times Berichten, da hätte ich jetzt auch noch nichts geahnt. Also das heißt geahnt. Ich habe auch gedacht, dass es nicht stimmt. Anwaltschaft ermitteln jetzt. 18. Juni 2020. Der Jahresabschluss für 2019 soll veröffentlicht werden. Jetzt geben die Wirtschaftsprüfer von EY kein grünes Licht. 12 Jahre nach den ersten Vorwürfen. Dann informiert Wirecard die Anleger darüber, dass der Jahresabschluss auf unbestimmte Zeit verschoben werden müsse. 1,9 Milliarden Euro aus den Bilanzen sind verschwunden. Wahrscheinlich hat es sie nie gegeben. Der Kurs der Aktie bricht schlagartig ein. Die Wirecard AG stellt offiziell Insolvenzantrag. 22. Juli. Mehrere Vorstandsmitglieder sitzen in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe: Marktmanipulation, Betrug und Bilanzfälschung. Ein Topmanager ist untergetaucht. Der Kurs der Wirecard-Aktie ist mittlerweile auf knapp 1 Euro. Also das Untertauchen von diesem Jan Masalek heißt da, glaube ich, das war wirklich Hollywood-reif. Wie er sich also noch sein Geld so in Bitcoins umgelegt hat. Also da könntest du echt einen guten Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio-Film draus machen. Ich glaube, das würde ihm auch gefallen, dem Jan Masalek. 50 gefallen von ursprünglich 104 Euro. Ja, von den Wirtschaftsprüfern EY war jetzt schon mehrfach die Rede, besser vielleicht bekannt als Ernst & Young. Die sind nun wirklich in Erklärungsnot. Das Kerngeschäft so einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist ja, die Bilanz eines Unternehmens zu prüfen und zu attestieren, dass die auch ordnungsgemäß ist. Wenn nun, wie schon eben gehört, Journalisten schon 2015 Ungereimtheiten in der Wirecard-Bilanz aufgefallen sind, da fragt man sich schon, waren die Wirtschaftsprüfer blind? Auf jeden Fall waren sie wohl sehr selbstgefällig und mächtig sind sie allemal. Sie kontrollieren. Wirecard hat ja auch gefaked. Die haben ja falsche Bilanzen vorgelegt. Die haben sogar Schauspieler beschäftigt, um das glaubwürdiger wirken zu lassen. Ich traue mir nicht zu beurteilen, ob da bei Ernst & Young, also ob bei dieser Firma da jetzt wirklich ein Fehlverhalten vorlag. Ich weiß es nicht. Die Mächtigen in der Wirtschaft erhalten einen exklusiven Blick hinter die sonst so anonyme Fassade. Wirtschaftsprüfer wie das Unternehmen EY kontrollieren die Jahresabschlüsse der größten deutschen Unternehmen. Unabhängig, wie sie selbst sagen, im Auftrag des Aufsichtsrates und bestätigt durch die Aktionäre. Vier große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dominieren den Markt. Neben EY sind das KPMG, PricewaterhouseCoopers und Deloitte.
Die sogenannten Big Four prüfen unter anderem die Jahresabschlüsse aller deutschen DAX-Mitglieder, also beispielsweise von Siemens, Daimler, der Telekom oder Bayer. Michael Gschrey ist selbst Prüfer und Vorsitzender des Verbandes der mittelständischen Wirtschaftsprüfer. Die Big Four sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. Die Macht der Big Four ist momentan für uns fast unbegrenzt. Sie sind in allen Bereichen, die wir in der Gesellschaft, Politik und Unternehmen haben, aktiv. Überall, wo sie die Spielregeln brauchen, bestimmen sie die Spielregeln. So haben die Big Four auch Einfluss darauf, wie geprüft werden muss. Das regeln sogenannte Prüfungsstandards. In Deutschland werden sie vom Institut der Wirtschaftsprüfer selbst festgelegt. Ein Interessensverband, dem auch die Big Four angehören. Fraglich ist, ob sich EY bei Wirecard an die Prüfungsstandards gehalten hat. Rechtsanwalt Maximilian Weiß vertritt rund 50.000 Wirecard-Aktionäre. Er ist sich sicher, dass EY neben dem Wirecard-Vorstand eine wesentliche Rolle im Skandal spielt. Dass die Prüfer selbst Opfer eines groß angelegten Betrugs wurden, glaubt Weiß nicht. Denn jahrelang. Die Frage ist, selbst nehmen wir mal an, man kann denen ein Fehlverhalten nachweisen und man kann die auf Schadensersatz verklagen. Vor den Aktionären, wie ich das gerade schon mit den Anleihen erklärt habe, gibt es noch so viele Leute, die von Wirecard noch Geld bekommen sollen. Also selbst wenn die da verurteilt werden, dass sie da zahlen müssen, da wird am Ende trotzdem nichts für die Aktionäre übrig bleiben. Die Bilanzen manipuliert werden, so wie es hier bei Wirecard aussieht, dann stellt man sich ja schon die Frage, wie kann es sein, dass ein Prüfer dies jahrelang nicht gesehen haben will und darüber hinaus dies auch noch jahrelang nicht gesehen haben will, vor dem Hintergrund, dass jahrelang Vorwürfe in der Öffentlichkeit bestanden haben. Das verstehe ich nicht. Weiß glaubt, dass der Bilanz... Kann man bei der BaFin genauso gut fragen. Da lag für mich auch noch ein viel größerer Fehler. Als die ganzen Gerüchte schon da waren, hat die BaFin ja die Leerverkäufe verboten. Und wenn eine öffentliche Institution wie die BaFin Leerverkäufe verbietet, dann hat das eine starke Signalwirkung an alle Anleger. Das hätte sie meiner Meinung nach nicht machen dürfen, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher ist, dass da alles okay ist. Skandal schon vor Jahren hätte aufgedeckt werden können. Stattdessen habe EY die Augen verschlossen. Das Unternehmen widerspricht dem. Auch mit umfangreicher, erweiterter Prüfungshandlung sei es unter Umständen nicht möglich, diese Art von konspirativen Betrug aufzudecken. Wer trägt die Verantwortung für das Debakel? In erster Linie unzweifelhaft diejenigen, die den Betrug bei Wirecard selbst durchgezogen haben. Wir haben es ja gehört, mehrere Manager sitzen in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Hauptbeschuldigte ist auf der Flucht. Daneben, wie eben gehört, die Wirtschaftsprüfer. Aber war es das? Das hoffen sich ja viele in der Politik, aber ganz so leicht kommen die da nicht raus. Es gab schon mal bessere Zeiten für die schwarz-rote Koalition. Zeiten, als man sich noch vertraute. Doch das ist vorbei. Gegenseitig versucht man sich die Verantwortung im Fall Wirecard in die Schuhe zu schieben. Die CDU zum Beispiel dem Bundesfinanzminister, denn der hat die Aufsicht über die Kontrollbehörde BaFin. Ja, also ich glaube nicht, dass das da jetzt Scholz irgendwie möglich gewesen wäre, dass da jetzt Wirecard dabei zu ertappen, dass sie da jetzt was gemacht haben, dass sie da gefaked haben. Also wie soll er das denn hinkriegen? Die BaFin hat es nicht hinbekommen, das Prüfungsunternehmen hat es nicht hinbekommen. Das halte ich jetzt für Unsinn. Geht das jetzt noch lange darum? Nee, machen wir mal weiter. Ach genau, Merkel ist ein bisschen spannend. Nichts rauskriegt. Das müssen wir verstehen, warum das so ist. Schwer zu verstehen ist für die Opposition auch das Handeln des Kanzleramts. Auf einer China-Reise im September hat die Kanzlerin offenbar auch das Thema Wirecard angesprochen. Nur drei Tage vorher hatte sie den Wirecard-Lobbyisten und früheren CSU-Politiker Guttenberg getroffen. Es ist nicht problematisch, wenn sie sich mit Herrn Guttenberg vor der China-Reise trifft, aber es ist problematisch, wenn sie Lobby für ein Unternehmen macht, das nachweislich in den Schlagzeilen stand, wegen großer, heftiger Vorwürfe bezüglich Bilanzmanipulation und Geldwäsche. Und ich erwarte von einer Bundeskanzlerin, dass wenn sie nach China fährt und sich dort für ein Unternehmen explizit verwendet, dass man dann den Hintergrund überprüft. Heute sind erst... So, nee. Nee. Also erstmal, solange ein deutsches Unternehmen, solange da nichts nachgewiesen ist, dann ist das völlig in Ordnung, wenn Merkel, also meiner Meinung nach, wenn Merkel sich im Ausland für die einsetzt. Und er sagt jetzt explizit für ein Unternehmen.
in dem Bereich gab es ja sonst so kein vergleichbares deutsches Unternehmen. Das sind jetzt alle so Sachen, die lassen sich jetzt im Nachhinein leicht sagen. Als Scholz und Altmaier im Finanzausschuss im Bundestag geladen. Doch in einer folgenden Sondersitzung könnte auch das Kanzleramt zu den Vorgängen um Wirecard befragt werden. Heute in diesem Finanzausschuss im Bundestag sitzt für die CSU Hans Michelbach. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Wie wir gerade gehört haben, spielt da irgendwie jeder dem anderen den schwarzen Peter zu. Wer trägt Ihrer Meinung nach eigentlich die Verantwortung? Ich denke, wir tun gut daran, eine Sachaufklärung im Sinne des neuen Vertrauens für den Finanzplatz Deutschland und auch in der Verantwortung für die vielen Kleinanleger. Klar, das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland wird auf jeden Fall dadurch einen enormen Schaden erlitten haben, auch langfristig. Das Einzige, was man jetzt machen kann, ist bei der BaFin nachbessern, dass es da in Zukunft stärkere Kontrollen gibt vielleicht. Also da muss man auf jeden Fall irgendwas verändern. Jetzt in der Politik irgendeinen Schuldigen zu suchen, so gibt's nicht. Also meiner Meinung nach gibt es da jetzt keinen konkreten Schuldigen. Kommt dir sonst noch irgendwas? Das finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Alle wollten, dass Wirecard ein Erfolg ist. Deutschland sollte endlich ein digitales Finanzunternehmen haben. Ja, genau das war's. Jeder wollte, dass Wirecard erfolgreich ist, so auch zu Recht. Da hat man endlich mal ein großes deutsches digitales und Finanzunternehmen, endlich mal, was man ja sonst überhaupt nicht hat im digitalen Bereich oder sehr wenig zumindest. SAP vielleicht noch. Ja. Und jetzt, da das Kind in den Brunnen gefallen ist, fordern alle Reformen. Selbstverständlich muss die Finanzaufsicht gründlich reformiert werden und selbstverständlich genau. Kann man die privaten Wirtschaftsprüfer nicht einfach so weitermachen lassen. Aber bevor man groß über Reformen spricht, sollte man erst einmal klarstellen, wer ganz persönlich wo welche Fehler gemacht hat. Da erwarte ich mir heute von Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier Antworten. In naher Zukunft übrigens auch vom Kanzleramt, wenn es nicht anders gehen sollte, auch in einem Untersuchungsausschuss. Denn dass alle vorschriftsmäßig gehandelt haben und am Ende ein DAX-Unternehmen mit riesigen Milliardenlöchern pleite geht, kann nicht sein. So einfach ist es bei Wirecard am Ende auch. Das ist meine Meinung. Und Ihre? Anscheinend konnte es schon sein. Das ist ja passiert. Da muss man jetzt in Zukunft die BaFin anders reformieren, sodass das jetzt nicht nochmal so passieren kann. War ein spannendes Video. Ich hätte noch gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr vom Mann gekommen wäre. Da hätte ich gerne mal gewusst, so wie viel Prozent Wirecard von seinem Depot da jetzt ausgemacht hat. Als er meinte, davon hätte man sich ein Haus kaufen können, das klang ja schon nach einer ganz ordentlichen Summe. Ja, da hätte er einfach besser diversifizieren müssen. Es sei denn, vielleicht hat er auch einfach ein Depot von ein paar Millionen. Ich glaube es nicht, aber wer weiß. Schreibt mir in die Kommentare, auf welche Videos ich noch reagieren soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.